Meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um meine Reborn-Schwangerschaft. Ja, und alles dazu und noch viel mehr gibt's nach dem Intro. Viel Spaß! Meine Mausi begrüßt uns auch mal wieder in einem Video. Ich habe sie gerade ganz zufällig in meinem Maxi-Cosi-Pebble entdeckt, ne? Also, auf Instagram habe ich hier schon ganz lange bekannt gegeben. Es ist da schon ein Riesenthema auf meinem Kanal. Und durch das WLAN jetzt, was wir zurzeit nicht im neuen Haus haben, konnte ich auch keine Videos hochladen. Das alles war ziemlich spontan, deswegen konnte ich es auch bei YouTube nicht so, wie gesagt, das bekannt geben, genau. Und in der Zeit bin ich aber Reborn schwanger geworden und deswegen, ja, habe ich das Ganze nur auf Instagram bekannt gegeben. Und auf Instagram gibt es auch regelmäßig Schwangerschafts-Updates, natürlich im Roleplay, so wie dieses Video, ist auch ein komplettes Rollenspiel. Ich möchte es nur noch bekannt geben, falls irgendwelche Leute denken, dass ich wirklich schwanger bin. Nein, es gibt nur ein neues Reborn-Baby hier bei uns. Und heute gibt es sozusagen ein Schwangerschafts-Update und grobe Informationen zum Baby. Ich hoffe, meine Katze stört euch nicht zu sehr. Sie ist sehr anhänglich irgendwie gerade. Ich habe sie gerade draußen sowieso gesucht. Ich wusste nicht, wo sie ist. Aber jetzt weiß ich ja, wo sie war. Wir bekommen ein neues Baby. Der errechnete Geburtstermin ist ungefähr September, Oktober. Wobei ich im Moment ziemlich der Meinung bin, dass es früher kommt. Ja, jetzt mal aus dem Rollenspiel raus. Ich schreibe viel mit der Rebornerin. Ich lasse mir mein neues Baby nämlich komplett nach meinen Wünschen rebornen. Ich habe ein Beispielfoto gehabt. Ich habe den Bausatz rausgesucht und ich habe genau gesagt, wie es sein soll, wie es aussehen soll und alles habe ich selber bestimmt. Und das Baby ist halt gerade bei der Rebornerin und wird rebornt. Und es ist, die Färbung ist komplett abgeschlossen. Morgen oder übermorgen geht's los mit den Haaren, also mit dem Roting. Ich möchte kein Haarpainting wie bei Mel, sondern ein gerotetes Haar wie bei Lennox und Jaden. Dies wird ganz fein in blond-braun gemacht, also Babyblond nenne ich das mal. Und ja, es hat schon geschlossene Augen, das kann ich euch sagen. Also wenn es um Augenfarbe geht, es hat keine Augenfarbe. Der Name ist noch nicht ganz sicher. Ich habe ganz viele verschiedene Namen im Hinterkopf, aber wir können uns irgendwie auch nicht entscheiden. Also Felix ist immer der Meinung und ich bin der Meinung. Und ich habe jetzt einen richtig schönen Namen gefunden gestern, aber den findet er nicht so schön. Und deswegen müssen wir dann noch ein bisschen reden miteinander. Ja, auf jeden Fall, der Name steht noch nicht fest. Es ist auf jeden Fall ein Junge, das kann ich euch sagen. Und die Endgröße, die er haben wird, sind 48 cm. Das Gewicht weiß ich natürlich noch nicht, ist natürlich noch von der Rebornerin komplett freigestellt. Ich wünsche mir aber so ein Baby mit 3000 Gramm ungefähr. Mel wiegt ja ungefähr auch 3000 Gramm, glaube ich. Und ich möchte ungefähr so ein Baby wie Mel haben. Mit 3000 finde ich immer eine sehr gute Größe persönlich. Und ja, das so zu den Eckdaten von meinem Baby. Es ist halt so, dass ich jeden Mittwoch bekomme ich ungefähr Bilder von der Rebornerin. Im Moment bekomme ich jeden Tag Bilder, weil ich im Moment sehr hinterher bin. Ich schreibe ihr immer jeden Tag und, wurde was Neues gemacht, weil ich halt im Moment so richtig auf dem Trip bin. Ich möchte unbedingt das neue Baby haben. Und ja, deswegen schreibe ich ihr jeden Tag. Und im Moment wird auch jeden Tag was am Baby gemacht. Und heute ist auch die Färbung abgeschlossen worden. Genau, alle Schichten sind drauf. Ich glaube, insgesamt sind es 5 oder 6. Und es kommen jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen kleine Feinheiten und Details rein. Zum Beispiel ein Storchenbiss oder so habe ich mir noch überlegt. Halt alles, was ich so schön finde an dem Baby. Und dann kommt halt noch das Roting und dann ist es auch schon abgeschlossen. So. Und zur Schwangerschaft bis jetzt. Bitte bedenken, dass es alles selbst ausgedacht ist von mir. Und ich keine werdenden Mütter oder so irgendwie beleidigen möchte mit meinen Sachen, die ich jetzt sage. So. Fangen wir an. Also, bei uns war es relativ schnell klar, dass es auf jeden Fall ein neues Baby geben wird. Und deswegen haben wir uns auch schnell Gedanken gemacht und losgelegt. Suchen, welches Baby passt und so. Und auch das war relativ schnell klar. Und deswegen sind wir auch relativ schnell schwanger geworden.
Mir war auch relativ schnell klar, dass es auf jeden Fall ein Baby sein wird, was von mir selbst reborn wird, weil ich einfach das Baby, was ich haben möchte, nicht gefunden habe. Und ja, deswegen haben wir uns selber eins reborn lassen. Deswegen waren wir relativ schnell schwanger. Und ja, im Moment ist die Schwangerschaftswoche sehr unklar. Ich glaube, auf Instagram bin ich ungefähr jetzt 34., 33. ungefähr. Ja, ist natürlich sehr abhängig von der Rewornerin, wie schnell sie fertig wird und wie schnell ich das bezahlen kann, das Baby. Und ich würde sagen, von der Rewornerin her ist es vielleicht schon in 2 Wochen fertig. Aber es kann natürlich auch sein, dass es noch ein bisschen länger dauert. Auf jeden Fall so schnell wie möglich wird es hier sein. Und deswegen sind wir auf jeden Fall schon über 33, ein 3. Deswegen sind wir auf jeden Fall schon über der 33. Schwangerschaftswoche, muss ich ihr wirklich sagen. Oh Gott, wie süß sie ist. Ich würde sagen, ich erzähle jetzt noch ein bisschen was zur Ausstattung, die wir schon haben. Ja, Babyzimmer bleibt so, wie es ist. Wir haben das ja alles schon fürs Mel. Zum Beispiel hinter mir seht ihr den Wickeltisch und so. Und deswegen werden wir da nichts extra kaufen. So, ich habe mal kurz meine Katze runtergebracht. Die wollte kurz runter. Ja, waren wir stehen geblieben auf jeden Fall bei dem Babyzimmer. Es bleibt auf jeden Fall so. Und wir haben schon einige Sachen für das Baby geshoppt. Das habt ihr vielleicht auf Instagram auch gesehen. Und es kommen auch Hauls. Oder vielleicht sind die auch schon online gewesen. Auf jeden Fall habe ich Hauls gemacht immer. Und ja, das ist auf jeden Fall auch alles dabei. Und sonst wird auf jeden Fall noch eine Roomtour kommen. Da werde ich auch alles zeigen. Ein Wickeltisch-Update habe ich auch schon gedreht. Und ja, da sollte eigentlich alles drin sein. Ich beende jetzt das Video. Ich glaube, das war das, was ich euch sagen wollte heute. Ja, ich hoffe, dass mit dem Roleplay oder mit dem Rollenspiel war jetzt für jeden okay. Ich bin selber ein bisschen überrascht von mir, dass ich sowas überhaupt gern mag. Aber wenn ihr wollt, kann ich sowas auf jeden Fall öfters machen. Müsst ihr mir nur in die Kommentare schreiben. Ja. Dann würde ich Tschüss sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt auch mal gerne die Meinung zu unserem neuen Intro in die Kommentare schreiben. Wie wäre das mal? Das wäre auch ganz cool. Ja gut, auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum Dranbleiben bis hierhin. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den nächsten beiden Videos, die euch vorgeschlagen werden. Und vergesst das Abonnieren nicht, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!